Willkommen auf antik.news. Heute zum Thema Ischiasschmerzen. Gestern nun hatte meine Frau starke Ischiasschmerzen und ich habe ihr dann ein Rezept aus dem Mittelalter gegeben. Flasche seht ihr hier links von mir. Das habe ich selber mal gefunden bei in einem Buch von Hieronymus Bock aus dem 16. Jahrhundert. Die Wirkung war ganz phänomenal. Nach kurzer Zeit war bei meiner Frau alles wieder in Ordnung. Ist nicht das erste Mal, dass das so klappt. Und deswegen dachte ich mir, okay, es ist ein Rezept aus dem Mittelalter, das wirksam ist. Ich stelle es euch mal vor. Versucht es einfach mal. Und herzustellen ist es ganz einfach. Ihr sammelt Holunderbeeren und schöne reife Holunderbeeren, presst die aus und mischt sie im Verhältnis 2 zu 1 mit einem guten Portwein. Das Ganze in eine Flasche gefüllt, wie ihr es hier links neben mir seht, von euch aus rechts. Und an einen dunklen Ort gestellt, könnt ihr bei Beschwerden dann ein Schnapsglas nehmen, das reicht bereits. Und werdet sehen, in den meisten Fällen wird wahrscheinlich eine Besserung eintreten. Wenn ihr an weiteren Rezepten interessiert seid, alten Rezepten, dann kommt auf antik.news. Könnt mich auch gerne kontaktieren, eure Erfahrungen mit dieser Rezeptur hier mitteilen. Ich freue mich da wirklich auf über Rückmeldung und verbleibe mit Grüßen vom Olli Tetenhof. Tschüss.